Hallo und wunderschönen guten Tag. Ich bin Anitra Eckler, Digitaltherapeutin aus Liebe zum Web und dreifache Bestseller-Autorin. Digitaltherapeutin und auch noch aus Liebe zum Web? Was zum genau? Als Digitaltherapeutin wird man natürlich nicht geboren. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin die erfolgreichste Digitaltherapeutin der Welt. Es gibt nämlich nur mich. Ich habe den Begriff vor, inzwischen fast 7 Jahren erfunden. Damals war ich gerade im 12. Jahr einer ungebremsten Karriere als Managerin von Internet-Startups in der Werbe-, Medien- und Kommunikationsbranche. Und vor 7 Jahren fiel mir zum ersten Mal auf, dass sich dieser digitale Segen, der überall da ist, dass der sich aber gegen uns verkehrt, wenn wir uns Menschen nicht endlich vom Menschenverstand sagen lassen, wie wir Internet, Handy und Co. und Social Media benutzen, sondern wenn wir weiterhin einfach ungebremst in diesem digitalen Raum maßlos alles konsumieren, ohne darüber nachzudenken, ob das wirklich Sinn ergibt, dass man da jetzt Lebenszeit und Arbeitszeit investiert. Und genau das macht meine Digitaltherapie. In Wirklichkeit ist das, was ich in den Vortragsprogrammen und in meine Bücher packe, nichts anderes als ein Upgrade auf den gesunden Menschenverstand. Kindergarten, einfache Tipps, auf die jeder eigentlich selber kommen könnte, wenn er drauf kommen würde. Das ist ja mit vielen Dingen des Lebens so. Meine Digitaltherapie heilt Lebenszeit, erfolgsvernichtende und natürlich gewinnvernichtende und kussbilanzschädigende Krankheiten, wie zum Beispiel den E-Mail-Wahnsinn oder die Social-Media-Inkontinenz oder die Datendiarrhoe. Datendiarrhoe, ja, ich weiß, klingt scheiße, ist aber auch scheiße. Ich versuche Menschen mit einfachsten Mitteln alles mitzugeben, was sie brauchen, um im Internet erfolgreich zu sein. Und ich versuche ihnen aber auch mitzugeben, was sie alles nicht brauchen, um im Internet erfolgreich zu sein. Darum geht es heute. Weniger ist mehr denn je. Gleichzeitig ist die Fähigkeit, abschalten zu können, das Beste aus der echten Welt rauszuholen, auch mal nicht erreichbar zu sein, wirklich mal offline zu gehen und mit beiden Händen ins Leben zu greifen und den Sonnenuntergang erleben zu können, statt ihn zwanghaft fotografieren müssen. Auch das ist eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit erfolgsentscheidend ist. Und auch hierzu gebe ich Ihnen die besten Tipps, die ich so gelernt habe, wie ich alles in meinem ganzen Leben am besten lerne, nämlich am eigenen Leib, erlebnispädagogisch oder ganz simple Mente durch Herdplatten anfassen. Deswegen wirkt meine Therapie auch gut. Sie ist ganz echt und ganz authentisch und sie ist ganz einfach zu verstehen und deshalb auch ganz einfach umzusetzen. Gönnen Sie sich und Ihrem kritischen Menschenverstand, gönnen Sie sich Ihrer Arbeitszeit, Ihrer Lebenszeit und Ihrer Kussbilanz, eine Digitaltherapie. Sie werden sehen, am Ende des Tages bekommen Sie mehr zurück von dem, womit Sie gar nicht rechnen, mit dem Allerwertvollsten im Leben. Soll ich Ihnen sagen, was das Allerwertvollste im Leben ist, in meinen Augen? Das Einzige, was man im Leben verpassen kann, ist genau das, das Allerwertvollste, nämlich das Leben und die Lebenszeit, von der wir alle nicht wissen, ob und in welcher Art und Weise sie wiederkehrt. Deswegen gönnen Sie sich eine Digitaltherapie, ein Upgrade auf den gesunden Menschenverstand und ein absoluter Turbo-Booster für Ihre Lebenszeit. Hey, fast vergessen, einen habe ich noch. Menschen, denen dieses Video gefallen hat, hat auch folgendes Buch gefallen. Mail halten, digitale Selbstverteidigung für Arbeitshelden und Alterskrieger. Scheiße, das war ja der falsche Untertitel. Aber so ist das eben. Hauptsache, Sie merken sich den Titel. Wenn ich mir selber als Autorin schon den Untertitel nicht merken kann. Nein, das ist nicht die digitale Demenz. Versprochen.